Brettspiele, Rezensionen, Videos und ein Community-Forum. Das alles auf BoardGameJunkies.de. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf BoardGameJunkies.de. Heute haben wir mal was ganz Besonderes. Wir schauen uns nämlich ein Laser-Cut-Inlay von The Game Doctors an. The Game Doctors ist ein Startup-Unternehmen, welche planen, mit einer Kickstarter-Kampagne uns mit verschiedenen Brettspiel-Inlays zu versorgen. Wir haben jetzt schon mal zwei geschickt bekommen. Einmal dieses Inlay, was ihr hier seht, beziehungsweise die Bauteile davon seht. Das ist für Robinson Crusoe. Und dann haben wir noch eins für Rune Wars. Das wird sich dann Ines in einem Artikel noch genauer anschauen. Ja, in diesem Video möchte ich einfach mal zeigen, wie man das zusammenbaut. Oder ich versuche es zusammenzubauen, um dann eben das Endergebnis zu zeigen. Und werde dann sicherlich auch noch ein zweites Video machen, wo ich mein Fazit ziehe und das quasi als Review gestalte. Dann legen wir mal los. Der ganze Inhalt ist eben aus Holz und kommt in solchen, Brettspieler würden sagen, Stanzbögen daher. Man muss die Teile aus diesen Stanzbögen lösen. Sie sind nummeriert und haben sie nach dem Alphabet sortiert. Wir haben hier zum Beispiel Teile der G-Reihe. Und da müssen wir jetzt erstmal nach Anleitung verschiedene Häufchen bilden. Es ist so, diese Teile werden geklebt. Manche muss man nur stecken. Beim Robinson Crusoe Inlay ist es so, dass wir alle kleben müssen. Ich habe hier schon mal leicht was vorbereitet, links am Rand. Da sieht man dann, wie man die quasi zusammenbaut. Es ist eine Anleitung dabei, wie es geht und wie es nicht gehen sollte. Und wie das Ganze jetzt genau funktioniert, werden wir uns jetzt genauer angucken. So, dann haben wir schon mal die ganzen einzelnen Stapel. Das heißt, ich blicke bei den einzelnen Stapeln überhaupt nicht mehr durch und wir kümmern uns erstmal natürlich um den A-Stapel. Der A-Stapel war der hier hinten. Alle Teile von A hierher. So. Jetzt haben wir einen Plan, anhand dessen wir abhaken können, welche Teile wir zusammengebaut haben, wie weit wir sind, damit wir jederzeit auch wieder anfangen bzw. weitermachen können. Das bedeutet, wir müssen jetzt uns die A1er suchen und diese mit ein bisschen Leim, ich hoffe es reicht, aneinander leimen. Thank you.
So, jetzt sind wir bis 1A21 fertig und damit haben wir auch den A-Abschnitt fertig gebastelt. Das stellen wir jetzt irgendwo hin, lassen es trocknen und machen mit B weiter. So, jetzt geht es weiter mit Schritt B. Schritt B hat unwesentlich weniger Punkte als Schritt A, aber ganz, ganz oft den gleichen Schritt. Okay, los geht's. Los geht's dann, wenn ich weiß, wo ich B hingelegt habe. Hier. Aber so haben wir jetzt Schritt B fertig. Und was soll da rein? Die unterschiedlichen Marker. Die passen da rein. Und die kriegt man dann da auch wieder raus? Ich bin gespannt. Gut, Schritt B fertig. Ein kleiner länglicher Kasten. Weiter geht's mit Schritt C. Weiter geht es mit Teil C. C fangen wir natürlich auch wieder an mit C1. Dann geht es jetzt weiter mit Schritt D. Schritt D hat wieder ein paar mehr Schritte. Sieben Schritte, aber den ersten Schritt dreimal. Den ersten Schritt dreimal klingt wieder nach irgendwelchen Trennwänden. So, nach kleineren Problemen, die ich gerade außerhalb der Kamera gelöst habe, wie steht so schön in der Anleitung, wenn was nicht passt, ein bisschen Gewalt anwenden, habe ich nun auch das Teil fast fertig zusammenbekommen. Sieht ein bisschen so aus, als wäre das der Ressourcenkasten. Lebenspunkte, Nahrung, unverderbliche Nahrung, vermute ich, Felle. Und Würfel. Das werden wir noch genau sehen. Das ist auf jeden Fall der Kasten C. Und dann geht es weiter mit D. Weiter geht es mit E. Das wird wieder so ein kleines Kästchen. Dann F sieht auch aus, als wäre das. Ja, das ist nur ganz wenig. Ah, F ist dann die Bodenplatte. Wahrscheinlich für das Teil ohne Boden. G, H. Und am Ende wird das irgendwie noch zusammengesetzt, wobei man ja auch die einzelnen Teile rausnehmen kann und auf den Tisch stellen kann. Wir sind gespannt. Ja, damit sind wir auch schon wieder mit E fertig. Können das Kästchen trocken lassen. Da können wir jetzt wirklich mal versuchen, ob wir da ein bisschen den Leim wegkriegen. Naja, nicht so wirklich. Aber wie gesagt, ja, statt dass ich den Leim wegkriege, mache ich alles kaputt. Wie gesagt, der trocknet farblos. Man
den Millimeter Platz, den der am Ende einnimmt. Das stört nicht. Ja, fertig mit E. So, weiter geht es mit F. F war, glaube ich, gucken wir nochmal auf die Rückseite. F war das große Bodenteil. Na, das sollte ja schnell und einfach gehen. Oh Gott. So, damit haben wir auch das Teil fertig. Ja, eine Bodenplatte, denke ich mal. So, nachdem wir nun F zusammengebaut haben, folgt G. G hat wieder weniger Schritte, aber was ist ein G? Das ist G. Ich warte noch auf den Moment, an dem ich feststelle, dass ich beim Auspöppeln irgendein Teilchen zerbrochen habe und das jetzt fehlt. Wollen wir alle hoffen, dass dieser Moment nicht kommt. So, und damit sind wir auch schon beim letzten Teil, beim Teil H. Das ist wieder ein länglicher Kasten. Sieht einfach aus, sollte schnell gehen. So, da ist die Kamera leer gegangen, der Akku. Deswegen haben wir jetzt hier den einen Schritt geklebt, ohne dass man das gesehen hat. So, weiter geht's. Damit haben wir auch das letzte Teil fertiggestellt. Und dann sind wir mal gespannt, wie das aussieht, wenn das alles in die Kiste kommt. So, nachdem wir nun eine ganze Weile lang gebastelt haben, haben wir alle Teile fertig bekommen. Hier seht ihr jetzt alle Einzelteile, welche dann später richtig zusammengestapelt quasi das Inlay ergeben. Ich werde diese Teile jetzt noch ein bisschen trocknen lassen, aber ich kann zum Bauen ja schon mal ein Fazit geben. Also das Bauen funktioniert eigentlich sehr gut. Es gibt keine größeren Probleme. Es passt alles, ja, millimetergenau. Das ein oder andere Teil geht mal etwas schwerer rein, das ist aber absolut nicht schlimm und muss man halt mal ein bisschen fester drücken. Die Anleitung sieht am Anfang total verwirrend aus, ist aber eigentlich total leicht verständlich durch diese Markierungen A1 auf A1, B1 auf B1. Sollte das jeder ohne Probleme hinkriegen. Klar, in dem Fall hat man eine Menge Kleber gebraucht. Es gibt wohl auch Inlays, da funktioniert an vielen Stellen ein Steckmechanismus. Das ist natürlich dann noch einfacher, ja, noch wünschenswerter auch, weil es schneller geht. Man sollte auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man solch ein Inlay kauft und das dann zusammenbastelt. Also es ist eben nicht in 10 Minuten gemacht. Und wenn man überlegt, sich mehrere zu kaufen, muss man sich halt auch bewusst sein, dass man dann mehrere davon zusammenbauen muss und dementsprechend auch die Zeit einplanen sollte, haben sollte. Ich finde, der erste Eindruck ist sehr gut. Das Material ist absolut hochwertig. Es ist schwer, es macht die Schachtel auf jeden Fall schwerer, aber ich hoffe, dass es auch lange hält. Was ich mich jetzt aktuell wirklich frage, ist bei einzelnen Fächern, wie soll ich da die Teile während des Spiels ordentlich rausbekommen, ohne dass ich das Fach einfach umkippen muss, womit das Inlay quasi auch schon wieder seinen Sinn verloren hätte, wenn ich dann doch einfach alles auf den Spieltisch kippe. Wir werden es sehen und ich lasse es jetzt erstmal trocknen.